Leute, Retro Joe ist zurück und heute habe ich Bock auf Mega Drive und heute habe ich Bock auf eins meiner absoluten Lieblingsspiele für den Mega Drive und die auch für mich deutlich bessere Version von diesem wunderbaren Spiel, das sich da nennt Aladdin. Ja, ich bin der festen Überzeugung, dass die Mega Drive-Version einfach das bessere Spiel ist. Das vertrete ich zu jeder Zeit. Offensichtlich habe ich hier gerade eine japanische ROM erwischt. Ich habe das Spiel natürlich hier auch irgendwo im Regal. Ich sehe es aber gerade nicht. Es ist auf jeden Fall hier, da bin ich absolut sicher. War nämlich eines der ersten Spiele, die ich mir gekauft habe, als ich mir den Mega Drive gekriegt habe. Ist es denn nicht bescheuert? Da ist es Aladdin. Der große Vorteil, den Aladdin auf dem Mega Drive nämlich hat, ist ein Schwert. Ja, komm her, Typ. Natürlich, wir können springen, wir können Äpfel werfen, die Gegner so ein bisschen stunnen. Aber wir sind in der Lage, uns mit einem Schwert zu verteidigen. Und das ist meiner Meinung nach sehr, sehr viel wert. Die Optik des Spiels finde ich grandios. Die Musik ist auch richtig geil. Das sind allerdings auch zwei Punkte, die auf die Super Nintendo-Variante ebenso zutreffen. Also die finde ich, sieht auch wirklich gut aus. Und auch da ist die Musik richtig gut. Und das Super Nintendo-Spiel ist aber überhaupt kein schlechtes Spiel, aber ich mag das Mega Drive-Spiel einfach lieber, weil es für mich actionreicher ist. Das Super Nintendo-Spiel hat mehr Sprungpassagen, wo man dann auch, Sprungpassagen-Rätsel, könnte man sagen, irgendwie absolvieren muss und so. Und das hier ist einfach ein bisschen actionreicher. Ist ja gerade Aladdin auch im Kino gewesen und es wurde angekündigt, dass es für die Switch und andere Konsolen ein HD Remaster geben soll. Zumindest von der Mega Drive und der Game Boy Version, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nicht von allen Versionen, die es gibt. Das finde ich persönlich ein bisschen schade. Denn wenn schon, denn schon, dann hätte man auch einfach alle 16 und 8-Bit Versionen von Aladdin, ach, ich habe runtergefallen, nehmen können und die in HD remastern. Prinzipiell finde ich das ganz cool. Ob ich dafür Geld ausgeben muss, wenn ich das Original habe, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Werde ich mir wahrscheinlich nicht holen. Denn nichts geht darüber, das Ganze auf der Original-Hardware zu spielen. Finde ich jedenfalls. Aber es ist cool zu sehen, dass Disney ihre alten Spiele einem jüngeren Publikum, einem neuen Publikum dann trotzdem nochmal zur Verfügung stellt. Und passt natürlich ganz gut, ist aus Sicht eines Konzerns wie Disney natürlich ein No-Brainer. Spiele, die schon da sind und die damals echt System-Seller waren, zumindest in der Mega Drive-Version, und eine sehr, sehr große Fanbase haben, wenn die denn schon einen neuen Film rausbringen, dann auch einfach nochmal zu veröffentlichen. Also das ist überhaupt nichts Ungewöhnliches und kann ich total nachvollziehen. Oh, jetzt. Oh, ich bin zu doof da. Ich will jetzt den goldenen Affen. So. Mal gucken, wie viel er gut ist. Schon eine Weile her, dass ich das durchgespielt habe. Ja, genau. Ich liebe das Spiel. Das ist so geil. Guck dich mal die Animationen an, Leute. Die sind echt wirklich, wirklich gut. Das kann man überhaupt nicht anders sagen. Ja, Aladdin war auch damals mit König der Löwen natürlich A, mit einer der ersten Filme, die ich, damals im Kino gesehen habe, ganz klar. Und bis heute auch einer meiner Lieblings-Disney-Filme. Und einer der Disney-Filme, zu dem ich auch die danach folgende Cartoon-Serie eigentlich noch ziemlich gut fand, wobei die häufig ja ziemlich abkacken dann im Vergleich. Ich weiß gar nicht, ob ich die kaputt machen muss oder ob ich den nur ausweichen muss. Verdammt, ich wurde getroffen. Ich glaube, ich hätte ihn ausweichen müssen. Aber egal, das war ein Bonus-Level, ist nicht so wichtig. Ich frage mich echt, warum ich die japanische Version hier auf dem PC liegen habe. Ja, das ist natürlich K. Lange K kennt man von Disney natürlich auch. Ja, Background-Level hier, Hintergrund ist voll mehrfach und so. Das ist einfach geil.
verpasse hier wahrscheinlich jede Menge Secrets, würden mir jetzt wahrscheinlich ja, hier ein Stoppschild in der Wüste. Ach kacke, ich kann gar nicht durch die Stacheln durchrennen. Bin ich fast tot. Nicht drauf geachtet. Ich verpasse hier wahrscheinlich jede Menge Bonus-Gegenstände oder so. Aber das ist mir gerade ziemlich egal. Ich will einfach nur ein bisschen was vom Spiel zeigen. Aber ich gehe davon aus, die meisten von euch kennen Aladdin und haben das ja schon mal gespielt. Wenn nicht, worauf wartet ihr? Es ist kein teures Spiel für das Mega Drive. Generell sind Mega Drive-Spiele ja bei weitem nicht so teuer wie die meisten Super Nintendo-Titel. Das kann man sich nicht mal gönnen. Dass ich hier die ganze Zeit Plattformen verpasse oder so, liegt überhaupt nicht an der Steuerung. Also, beziehungsweise, das liegt nicht am Spiel. Das ist meine eigene Ungeduld. Ah, au! Hat er mir ein Messer in den Kopf geworfen. Egal. Kurzes Video für heute. Das soll es reichen, um euch einen kleinen Einblick in Aladdins Disney auf dem Mega Drive zu geben. Spielt das Ding. Uneingeschränkte Kaufempfehlung für Aladdin. Retro Joe out. Bye, bye.